Sie kommen. Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Diesmal möchte ich euch mein streitlustiges Ork-Deck vorstellen. Wir gehen es wie immer mal Schritt für Schritt durch und analysieren mal die ganzen Strategien. Und dann machen wir mal 2 bis 3 Spielchen. Okay, wir haben hier zuallererst die gnadenlose Räuberin. Die würde ich euch auch empfehlen, 3-mal ins Deck zu tun. Die ist auch ziemlich wichtig. Die macht nämlich jedes Mal, wenn eine gegnerische Rune bricht, einen zusätzlichen Schaden. Und wenn du davon ja 2 bis 3 Stück auf dem Board hast, dann frisst der Gegner natürlich ziemlich viel. Ich habe jetzt leider nur eine davon. Und so wichtig ist sie mir nicht, dass ich jetzt unbedingt eine craften muss. Deswegen warte ich einfach mal ab, wann ich demnächst mal einen bekomme. Okay, dann habe ich den schnellen Schuss reingemacht, um ein paar Karten nachzuziehen und eventuell irgendwie irgendwas wegzuräumen, was vielleicht uns vor dem Sieg hindert. So, Grausteinverwüster, ganz klar ein Ork mit Prophezeiung, für den Anfang super gut. Der Knochenbogen, den habe ich noch mit reingemacht, 2-mal halt eben, um mal ein paar Wächter verstummen zu lassen, um durchbrechen zu können. Außerdem geht es halt noch +1, so dass wir mehr Schaden machen können. Dann der Ork-Clown hat man natürlich, um die Kreaturen stärker zu machen. Dann der Ork-Schamane, damit die Kreaturen euch durchbrechen haben. Und es sind halt natürlich zum größten Teil Orks, natürlich, die müssen miteinander kombiniert werden. Die Schutzzauberwirkerin, um unsere Orks auch beschützen zu können. Der blutrünstige Ork, Sturmangriff, ganz klar. Dunkle Wiedergeburt, okay. Opfere eine Kreatur und beschwöre eine Kopie von ihr. Da können wir natürlich mit zum Beispiel der Erdknochenweberin die eben nochmal beschwören und nochmal was verstummen lassen. Das ist halt wirklich sehr, sehr gut. Und wo haben wir den Ancano? Der macht ja 5 Schaden und unsere Aktionen haben dann 5, dann durchbrechen. Und das ist mit dem sehr, sehr gut. Oder der streitlustige Riese, den du dann nochmal beschwören kannst. Das sind einfach so Effekte, die richtig klasse sind. Genauso wie Unterfeldrächer. Oder Steinsplitter-Ork, der einen Schaden macht. Okay, da kommen wir gleich noch dazu, Leute. So, die Festungspatrouille. Zieh eine Karte, wenn du 2 andere rote Kreaturen hast. Das sollte man eigentlich recht leicht hinbekommen. Der mächtige Verbündete, der bekommt, wenn wir, also wenn die nächste Karte, und das ist eigentlich eine sehr hohe Chance, rot ist, bekommt er nochmal +3 Angriff. Der Morkeltorwächter, um ein bisschen, ja, so ein bisschen uns auch ein bisschen verteidigen zu können und natürlich +2 Angriff zu geben. Und Prophezeiung ist natürlich sehr wichtig. So, der Steinsplitter-Ork, wie vorhin schon erwähnt, füge einer gegnerischen Kreatur einen Schaden für jeden verbündeten Ork dazu. Wir haben natürlich ganz viele Orks, also können wir ein paar Gegner oder Wächter aus dem Weg räumen. Der Bankai. Bankorai. Ich nenne es aber immer gerne Bankai, wie aus Bleach. Bankorai schlechter, Beschwörung +2/+2, wenn du einen verbündeten Ork besitzt. Das ist auch sehr schnell gemacht. Und der ist natürlich sehr, sehr stark für 4 Magiker. Und den bekommt man nur sehr schwer weg. Blitz brauche ich nicht zu erklären. Die Erdknochenweberin, um verstummen zu lassen und einen Schaden zuzufügen. Ich habe sie leider auch nur einmal. Tut sie ruhig 3-mal ins Deck. Lohnt sich. So. Legendary. Garnak, dunkler Anhänger. Durchbrechen und Spieler können nicht mehr als 7 Magiker haben. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr gegen Control-Decks spielt. Wenn du so einen Control-Mage als Gegner hast, ist das schon sehr, sehr schwer, denn der ballert wirklich alles auf deiner Seite weg und du wirst kaum eine Möglichkeit haben, irgendein Board aufzubauen. So, der dritte im Bunde, der Reef, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, der Schwertmeister. Und ich finde ihn ziemlich cool, ich bin ein großer Fan von der Karte, ich finde ihn einmal stylisch und außerdem macht er 2 Schaden, wenn er angreift. Und es verdoppelt sich immer mehr. Es verdoppelt sich nicht, sondern er macht immer 2 Schaden mehr. Und das ist doch sehr mächtig, wenn er nicht aufgehalten werden kann, wenn wir ihn zum Beispiel mit der Schutzzauberwirkerin einen Schutzzauber verpassen, ne? So, dann haben wir Unterwelträcher, hat Sturmangriff und bei Beschwörung verlieren alle gegnerischen Kreaturen in der Reihe Deckung. Also können die anderen richtig durchbrettern. Dann die nächsten Legendaries. Ein bisschen teureres Deck. So, Wald-Ork
Kopfjäger. Ich hasse diesen Namen. Ich hasse ihn wie die Pest. Der hat Durchbrechen und bekommt Sturmangriff, wenn wir einen weiteren Ork auf dem Feld haben. Und das ist natürlich sehr praktisch in der fünften Magiker-Runde. So, der streitlustige Riese, der wird gegen Ende sehr nützlich werden, denn er hat auch Durchbrechen und vor allem entferne eine Kreatur in dieser Reihe oder vernichte eine gegnerische Unterstützungskarte. Wächter sowie nervige Kreaturen können wir einfach mal wegschicken und haben dann immer noch einen 7-Angriff Riesen auf der Seite, der dann richtig BÄM ins Gesicht machen kann. Richtig BÄM. Ankano, ganz klar. Habe ich ja schon erklärt. 5 Schaden und gib ihm. So, das soll das Deck gewesen sein. Und jetzt probieren wir es aus. Okay, dich brauche ich noch nicht zu Anfang. Der ist ganz nützlich für den Anfang. Und der Waldkopfjäger, den behalten wir auch mal. Weil, wenn wir zu Anfang gleich gut in die Offensive reinkommen und er nicht ganz hinterherkommt, umso besser ist es. Wir spielen erstmal unseren Ork-Clan-Schamanen. Schatz. Trommeln in der Tiefe. Gemeinsam sie kommen. So. Ich merke schon, was das für ein Kampf wird. Ich merke das schon. Okay. Wir können diesen Hiesen einsetzen. Da können wir nämlich 2 Schaden machen, weil er auch natürlich als Ork zählt. Also er zählt sich auch selber mit ein. Das muss ich dann auch erstmal herausfinden. Ihr merkt natürlich, das ist jetzt ein sehr ähnliches Deck. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Ich würde ungern... Wir müssen auf jeden Fall den mächtigen Verbündeten raushauen. Das Blöde ist, er könnte hier, also er hat natürlich durchbrechen, könnte hier durchbrechen, könnte die hier vernichten und wir würden nicht mal eine Karte nachziehen. Das ist halt bitter. Wir könnten Karte nachziehen, den mächtigen Verbündeten später aufs Board bringen und jetzt erstmal die gnadenlose Räuberin und den schnellen Schuss, dann ziehen wir erstmal eine Karte nach. Und dann haben wir bestimmt immer noch genug Gelegenheiten, um da Sachen zu machen. Obwohl der natürlich harte Bedrohung ist. Nee, das ist cleverer. Wir machen erstmal sowas hier. Und sowas. Okay, wir können schon recht viel Schaden machen. Und in der nächsten Runde hätten wir dann die Möglichkeit mit dem Waldorkopfjäger. Ich hasse diesen Namen. Da noch gut ein paar Sachen zu machen. Er hat jetzt super 8 Schaden. Kann er ruhig mal machen, wenn er Bock hat, aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich würde ja höchstens ein paar Karten nachziehen. Das ist jetzt wiederum schlecht. Und er hat alle weggeräumt. Wird jetzt trotzdem nicht so einfach. Okay, der muss ploppen. Jawohl. So. Wir haben die Möglichkeit, die gnadenlose Räuberin zu spielen. Natürlich würde ich sie lieber spielen wollen. Wenn wir auch wirklich den Schaden machen. Aber in der nächsten Runde hätten wir die Möglichkeit, ja. Aber ich hätte sie schon ganz gerne mal auf dem Board, weil wir dann den Knochenbogen mit ihr zusammen einsetzen könnten. Das wäre eine gute Möglichkeit.
besser die Chancen, desto süßer der Sieg. Außer diesen Steinsplitter, Ork. Ihr habt eine Chance. Nun mehr Möglichkeiten haben die nicht. Das ist natürlich jetzt sauschlimm. Wenn das passiert, vor allem ist die halt eben kein Ork, ne? So, wir könnten dasselbe tun. Wir können halt leider... Also ich würde gerne den Wächter hier spielen. Gebe ihr hier nochmal ein bisschen Angriff. Und könnt ihr noch einen Knochenbogen geben. Und den hier verstummen lassen, obwohl ich mir das natürlich auch lieber aufheben würde. Die zwei Schaden, die bringen mir natürlich jetzt auch nicht so viel. So würde es wenigstens nicht aufploppen. Jedoch kann er ohne Probleme beide beseitigen. Und der eine würde sogar noch überleben. Das ist halt das einzig Bittere. Die Trolle sollen euch holen. Was wir hier auf jeden Fall machen, ist noch einen von denen wegzuräumen. Dann bleibt wenigstens eine Kreatur übrig und das wird der Steinsplitter-Ork sein, so dass wir diesen Kopfgeldjäger oder Kopfjäger, ich nenne ihn jetzt mal Kopfjäger, ausspielen können. Er hat auch einen. Ja, klar. Wir spielen den Kopfjäger und gehen dann da rein. Das ist eigentlich so das Cleverste, was wir machen können. Ich hätte ihn nur lieber auf der anderen Seite gespielt, ich Vollidiot. Aber okay. Spielfehler, Leute. Macht das nicht nach. Auf der anderen Seite spielen. Aber so würde er reingehen und vernichtet seine eigene Kreatur. Wir könnten dann die Kreatur, wenn eine gefährliche spielt, mit dem streitlustigen Riesen wenigstens dann wegräumen. Und hätten hier auch nochmal einen Sturmangriff. Er geht rein. Beschützt die Mutter der Nacht! Okay, mehr als 7. Mehr als 7 geht nicht. Ist nicht so schlimm. Gerade noch. Mehr als 7 ist gerade noch nicht so schlimm. Wir bewegen den weg. Das wäre doch zu viel Schaden. Und jetzt können wir nur hoffen, dass er den nicht wegbekommt. Denn wenn er den nicht wegbekommt, haben wir sehr gute Chancen. Dann mit der Unterwelt oder mit dem Unterwelträcher die Sache das zuzumachen. Wunderbar. Der Jäger wird zum durch. Okay. Wir könnten jetzt 5 Schaden machen. Das würde alles leider nicht ausreichen. Wir könnten damit auch 5 Schaden machen. Könnten aber lähmen. Mit dem hätten wir dann wenigstens noch eine Kreatur, mit der wir Schaden machen könnten. Weil der sieht nicht so aus, als ob er sich verteidigen kann.
Dann machen wir das mal so. Wir müssen die jetzt auf der Seite spielen. Ansonsten würde sie keinen Angriff dazu bekommen. Und eventuell tut er sich nicht meinem Gesicht widmen, sondern vielleicht lieber den Karten. Das wäre natürlich sehr gut für uns. Dann könnten wir eigentlich nur noch den Blitz und den blutrünstigen Ork einsetzen. Das wären dann nämlich genau 7 Mana. Ihr fürchtet euch nicht, Sterbliche. Das wäre egal. Das wäre jetzt gerade egal, glaube ich. Füge deinem Gegner 5 Schaden zu, aber nur als letzter Atemzug. Das wäre dann egal. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. So, Achtung. Erst mit der Kreatur. Und... Ork gegen Ork. Und es hat funktioniert. Wir steigen auf. Cool. Bis zum nächsten Spiel. So. Dunkle Wiedergeburt brauchen wir gerade noch nicht. Den Morkul-Torwächter würde ich gerade mal lassen. Das Gute ist, wir haben zu Anfang an den Garnak. Der ist okay. Der ist okay. Ich meine, ihr wisst ja selbst, wie schnell eine Kreatur in dem Spiel stirbt. So, das geht schneller, als du gucken kannst. Gemeinsam sind wir stark. Okay, Morkul-Torwächter, gib ihm. So. Muss die jetzt hier reingehen. Wir können 4 Schaden machen. Oder auch nicht. Es ist uns einfach nicht gegönnt. Jetzt muss ich sogar sowas hier tun. Weil es ansonsten ja nicht so ganz gut funktioniert. Okay, machen wir das. Jawollo. Dafür machen wir dann in der nächsten Runde sehr viel Schaden. Obwohl, jetzt kann er den Feuerblitz schießen. Den Blitz allgemein. Okay. Kommt schon! Machen erst sowas. Und dann. Spielen wir die gute Dame. Bin mir nicht sicher, was alles ploppt, bevor wir dann doch keine Kreaturen zusammenbekommen. Mach ich das so? Und gib ihm ins Gesicht. Mal gucken, was der jetzt alles tötet. Oder so. Okay. Er hat natürlich ja sehr viel Glück. Ich kann jetzt einfach hier meine stärksten Kreaturen töten. Was haben wir denn hier? Das Gute ist, seine würden auch sterben und wir könnten hier durchkommen. Okay, seine sterben nicht. Denn es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Okay, der baut gut was auf der Seite auf. Dann werden wir auf der anderen Seite weitermachen. Mauloch für meinen Arm. Also jetzt... wie dem einen Schutzzauber zu verpassen. Eher weniger. Machen wir das so. Kriegt
Der da wenigstens noch ein bisschen Schaden. Und okay, und jetzt wird es Zeit dafür. Ich möchte ihn einladen, meine Hunen ploppen zu lassen. Das würde mir sehr helfen, an Karten zu kommen. Was haben wir denn hier? Der hat bestimmt noch was zum Fesseln oder so. Die Karte ist natürlich sehr gefährlich, weil der dann meine ganzen Einser-Kreaturen wegbekommt. Okay, machen wir das so. Wenn jetzt ein Feuerblitz ploppen würde, hätte er ja keine Chance, ihn zu töten, aber in der nächsten Runde dann. Den würde er auf jeden Fall töten. Niemand kommt durch. Können auf den getrost verzichten. Ich bin zu allem bereit. Für Glanz und Gedärme. Gib ihm. Das hört nicht auf. Aber solange er nichts hat, womit er sich heilen kann, das ist so nervig. Dann geht's. Machen wir mal auf beiden Seiten. Vorsicht, mein Freund. Und den werden wir schützen. Okay. Die kann er ganz leicht loswerden mit der Karte, die er eben gezogen hat. Hier müsste er einen Wächter aufbauen, um sich schützen zu können. Er hat aber nur noch 5 Leben, also die Chancen schienen sehr gut, dass wir noch einen Feuerblitz ziehen und den einen Schaden, den kriegen wir noch schon irgendwie hin. Außer der schafft es jetzt sich durch irgendwie so eine blöde Fledermaus oder so noch zu heilen. Mein Kampf ist beendet. Jawohl, Leute, jawohl. Okay, das soll das Orc-Deck gewesen sein. Baut's nach, probiert euch aus und habt Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, euer LineTube.